Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Ein Auto kam von der Autobahn M5 in Richtung Budapest in der Gegend von Örkény ab und erlitt einen Unfall. Der Verkehr in Richtung Budapest war mehrere Stunden lang gesperrt, während die Unfallstelle untersucht und technische Rettungsarbeiten durchgeführt wurden. Nach Angaben der Polizei kam ein Auto mit illegalen Migranten von der Straße ab, wobei eine Person getötet und mehrere andere verletzt wurden. Die Polizei schreibt, dass Beamte das Auto auf der Autobahn M5 in Richtung Budapest kontrollieren wollten, doch das Fahrzeug hielt trotz wiederholter Warnungen der Polizei nicht an und prallte in der Nähe von Táborfalva gegen einen Baum. Das Auto war mit 7 Ausländern besetzt, der Fahrer flüchtete, die Polizei sucht derzeit nach ihm. Obwohl er nicht mehr Oberhaupt der katholischen Kirche war, wurde der emeritierte Papst Benedikt XVI., der am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren im Vatikan starb, am Donnerstag in Rom mit einer Zeremonie verabschiedet, die einem Papst angemessen war. Die Trauermesse wurde von 130 Kardinälen, 400 Bischöfen und 3700 Priestern zelebriert. An der Trauerfeier nahm auch Präsidentin Katalin Novák mit ihrem Ehemann sowie der stellvertretende Ministerpräsident Scholz Semjén teil. Die ungarische katholische Bischofskonferenz war durch Kardinal Péter Erdős, Bischof András Veres, Vorsitzender der Konferenz, und Tomás Tóth, Sekretär der Konferenz, vertreten. An der Zeremonie nahmen auch Erzbischof Filip Kocsis, Bischof von Nyíregyháza Ábel Szocska, Weihbischof Lajos Varga von Vác, mehrere ungarische Priester und Pilger teil. Die Stadt Kisbér, die auch als Tor zum Bakony bekannt ist, beginnt das neue Jahr mit einer traurigen Nachricht. Das Kincsem Wellness Hotel hat am 6. Januar geschlossen. Das Hotel schrieb in einem Facebook-Post, dass die Hotelleitung alles getan habe, um das Hotel am Laufen zu halten und vielen Familien Arbeit und ein Auskommen zu bieten. Aber leider habe die aktuelle Energiekrise zur Schließung des Hotels geführt. Ab dem 1. Januar 2023 wird der internationale Flughafen Debrecen von einem neuen Geschäftsführer geleitet. Tomás Király, der zuvor bei der Luftfahrtbehörde und ab 2018 als Vorstandsmitglied des Flughafenbetreibers tätig war, wird nun der Direktor des Flughafens sein. Tomás Király sagte, in dieser neuen Position ist es mein Ziel, dafür zu sorgen, dass das Passagieraufkommen des Flughafens Debrecens das Rekordniveau des Jahres 2019 erreicht und mit den geplanten Entwicklungen in Zukunft um ein Vielfaches gesteigert werden kann. Ryanair und Wizz Air haben beide im vergangenen Jahr ihr Passagieraufkommen aus dem Jahr 2019 übertroffen, eine Leistung, die nur von diesen beiden Low-Cost-Airlines unter den 10 größten europäischen Fluggesellschaften erreicht wurde. Ryanair beförderte im letzten Jahr insgesamt 160,4 Millionen Passagiere und Wizz Air 45,66 Millionen, was für Ryanair einen Anstieg von 5% und für Wizz Air 15% bedeutet. In der Innenstadt von Debrecen gibt es eine spannende Ausstellung. Die Naturgalerie erforscht die jahrtausendalte Geschichte der Medizin von der Urzeit bis heute mit dem Titel »Vom Schädelschneiden bis zur Lasertherapie«. Die Besucher sind eingeladen, die Welt der Zaubersprüche und Lesungen, der unglaublichen Heilmittel und der wissenschaftlichen Praxis in der Bibliothek Melius am Bemplatz zu entdecken. Die Ausstellung ist bis zum 17. Februar zu sehen. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag können sich sonnige und wolkige Perioden abwechseln. Tagsüber sind keine nennenswerten Niederschläge zu erwarten, aber ab dem Abend können sich im Nordosten Schauer entwickeln. Der Wind wird in der ersten Tageshälfte in einigen Gebieten stark sein, aber am Nachmittag nachlassen. Die Temperaturen werden zwischen 6 und 13 Grad liegen. Der Wechselkurs liegt heute bei 396 Forint für den Euro. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.